So, willkommen zurück. Ich hoffe, Sie haben sich ein bisschen mit der Navigation vertraut gemacht. Und wir haben uns im letzten Clip ja angeschaut, wie wir uns die Korpusansicht anzeigen lassen können, damit wir wissen, welche Corpora wir laden können. Diesen Umweg über den Show-Befehl müssen Sie nicht immer gehen. Das heißt, wenn Sie wissen, welches Corpus Sie verwenden möchten, können Sie das auch direkt eingeben. Und wir verwenden jetzt in diesem Clip und in den meisten anderen das BNC Baby. Das ist ein 4 Millionen Wörter Sample des ganzen BNC, welches insgesamt 100 Millionen Wörter hat. Und das BNC Baby laden wir durch Eingabe des Korpusnamen. So, wenn das BNC Baby geladen ist, dann kann ich auch die erste Abfrage starten und wir suchen einfach spaßeshalber mal nach Belegen des Wortes hilarious. Und das macht man folgendermaßen. Denn grundsätzlich ist es so, dass eine Abfrage in Anführungszeichen gesetzt werden muss. Und ob das einfache oder doppelte Anführungszeichen sind, spielt eigentlich keine Rolle, solange vorne und hinten die gleichen Zeichen stehen. Das heißt, wenn ich nach hilarious suchen will, dann gebe ich das so ein. Anführungszeichen vorne, Anführungszeichen hinten. Und um die Abfrage zu starten, drücke ich Enter. Dann erscheint in sehr kurzer Zeit folgende Ergebnisliste. Die Liste hat zunächst eine Art Kopfzeile, die auf den ersten Blick nützliche Informationen liefert, zum Beispiel wie viele Treffer es für eine Suchabfrage gegeben hat. Aber hier stehen dann auch noch weitere Informationen, zum Beispiel in welchem Korpus ich nach einem Muster gesucht habe und die Einstellung der Kontextgröße, die eingestellt war, oder die genaue Abfrage, die formuliert wurde. Das ist jetzt im Moment nicht ganz so wichtig, spielt aber möglicherweise später eine entscheidende Rolle, wenn Sie die Abfragen auch exportiert haben und sich nicht mehr genauso daran erinnern können, welche Abfrage Sie überhaupt gestartet haben. Deswegen ist es da relativ nützlich. Unter diesem Header ist die sogenannte Konkordanz mit dem Suchwort in der Mitte. Das wird oft auch Quick genannt für Keyword in Kontext. Und ein bisschen linker Kontext und ein bisschen rechter Kontext, in dem das Wort auftaucht, sowie die Zahlen am Anfang der Zeile, die geben die Position des Suchmusters im Korpus wieder. Das heißt, die Ergebnisse sind hier in der Reihenfolge ihres Vorkommens in der jeweiligen CQP-Version des Korpus gelistet. Unter der Ergebnisliste sehen Sie dann wieder die Befehlseingabe. Das heißt, hier können Sie direkt mit der Eingabe einer neuen Abfrage weitermachen. Und das machen wir jetzt mal mit dem String Memorize. Drücken die Enter-Taste und sehen drei Ergebnisse. So, hier haben wir nach Wörtern bisher gesucht, die sehr selten im Korpus vorkommen. Aber was passiert denn, wenn ich nach einem Muster suche, das mehr Belege im Korpus hat, als das Fenster für die Abfrage groß ist? Das heißt, wenn nicht alle Treffer gleichzeitig angezeigt werden können. Und das versuchen wir mal mit Fantastic, Anführungszeichen am Ende auch nicht vergessen. Drücken die Enter-Taste. Und sehen jetzt auf den ersten Blick, das hat 42 Treffer, die natürlich nicht alle angezeigt werden können, weil das Fenster nicht groß genug ist. In meinem Fall sind das jetzt die ersten 18 Treffer. Und die weiteren Treffer, die kann ich mir jetzt folgendermaßen anzeigen lassen. Und zwar sehe ich da, dass unter der Ergebnisliste so ein Doppelpunkt steht. Das heißt, hier ist nicht, so wie in den vorigen Abfragen, das Programm zur Befehlseingabenansicht zurückgesprungen, sondern ich habe hier so einen Indikator dafür, dass ich mich in der sogenannten Konkordanzansicht befinde. Das heißt, hier kann ich durch die Konkordanzzeilen durchblättern, wenn ich möchte. Das heißt, man sieht, darunter kommt noch was. Blättern kann ich, indem ich die Pfeiltasten benutze. Und wenn ich mich um Beleg vorwärts arbeiten möchte, dann kann ich die Pfeil nach unten Taste verwenden. Die blättert nämlich langsam durch die Konkordanz. Und das kann ich natürlich so lange machen, bis ich zum Ende der Konkordanz komme. Das sind jetzt nicht so viele bei diesen 42 Treffen. Und mit der Pfeiltaste nach oben komme ich logischerweise auch wieder zum Anfang der Konkordanz zurück. So, wenn ich jetzt aber wieder zur Befehlseingabenansicht zurückkehren möchte, das heißt, ich möchte eigentlich eine neue Abfrage starten, dann drücke ich an dieser Stelle die Taste Q für Quit und dann springt das Programm wieder zurück zur Befehlseingabenansicht. Jetzt bin ich also wieder da, wo ich Abfragen eingeben kann und zur Übung können wir das mal machen für Gorgeous und die Enter-Taste drücken. Dann sollten Sie 34 Ergebnisse finden, auch hier wieder mit dem Indikator, dass sie in der Konkordanzansicht geblieben sind und dann mit den Pfeiltasten durchklicken können. Mit Q kommen sie wieder zurück zur Befehlseingabenansicht. Und wenn wir das mit House machen zum Beispiel, das dürfte ein sehr viel häufigeres Wort sein als Gorgeous, drücken die Enter-Taste, dann haben wir 1625 Treffer. Und wenn ich jetzt nach dem Definitartikel suche, the,
Das ist nämlich in der Regel das häufigste Wort in englischen Texten. Dann finde ich 189.887 Treffer. So, an dieser Stelle können Sie mit Ihren eigenen Beispielen ein bisschen rumprobieren. Und wichtig ist nur, dass Sie dran denken, die Anfragen in Anführungszeichen zu setzen. Und wenn Sie mehr Treffer haben, als Ihr Fenster anzeigen kann, kommen Sie mit Q wieder zurück auf die Eingabezeile.